Wir feiern heute das Fest Maria Empfängnis. Und für mich ist es immer eine kleine Herausforderung, weil ich habe manchmal in der katholischen Kirche den Eindruck, dass wir überhaupt nicht verstehen, worum es in diesem Fest geht. Weil es geht hier nicht um Maria. Und die ganze Marienfrömmigkeit, die auch gut ist, verdeckt manchmal das, worum es geht. An diesem Fest geht es um Jesus Christus, darum, wie Gott ist, darum, wie wir Menschen sind. Und wenn man auf die Lesungen schaut, sieht man so einiges, was man über Gott hier herauslesen kann. Wir sehen eben Maria im Evangelium, die dem Engel begegnet, auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise. Und das Ergebnis dieser Begegnung ist schlicht und einfach, dass der Sohn Gottes geboren wird, dass wir Menschen erlöst werden. Und die Besonderheit dieser Begegnung mit dem Engel liegt nicht darin, dass es ein Engel war, dass da einfach Dinge passiert sind, die nicht im Alltag passieren, sondern daran, wie Maria war in dieser Begegnung. Und was ich sehe in diesem Evangelium ist, dass sie angstlos war. Es steht zwar, sie hat sich erschreckt, als der Engel erschien und sie angeredet hat. Naja, aber wer würde sich schon nicht erschrecken? Auf jeden Fall ist es so, dass Maria wirklich ohne Angst war, sonst könnte sie dem Engel nicht Ja sagen. Und ich glaube, diese Angstlosigkeit ist auch das, was hier dieses Fest meint, dass sie ohne Erbsünde empfangen wurde. Es ist zwar nicht so dogmatisch korrekt, aber ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, was hier gemeint ist, dass sie ohne Angst Gott begegnen konnte. Warum ich das so sehe? Naja, weil in der ersten Lesung aus dem Buch Genesis haben wir die Geschichte gehört, die jeder kennt, vom Adam und Eva, die gesündigt haben. Und man sieht an den beiden den Unterschied. Also zuerst das Paradies, in dem Adam ohne Angst ist in der Beziehung zu Gott. Und das zeigt sich darin, dass er mit ihm durch den Garten Eden spazieren geht. Und der Garten Eden ist eben so ein Ort, an dem er Gott ohne Angst begegnen kann. Und man könnte diese Beziehung zu Gott auch anders umschreiben. Das ist eine Freundschaft, also nicht so eine, wie wir hier haben. Also Gott ist nichts wie mein Freund, den ich da kenne, sondern er ist ganz anderes. Gott ist herrlich, Gott ist mächtig, Gott ist der Schöpfer des Universums. Aber er behandelt uns wie Freunde. Und das ist etwas, was im Paradies sehr gut sichtbar ist. Dann sündigt Adam und nach der Sünde ändert sich etwas. Die erste Begegnung nach dem Sündenfall zwischen Gott und den Menschen, also zwischen Gott und Adam und Eva, sieht so aus, dass sie sich irgendwo in einem Gestrüpp verstecken. Und das ist etwas, was unglaublich ist. Sie hatten eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm. Er hat sie wie Freund behandelt und sie haben es auch gesehen, die Sünde kommt und dann ändert sich alles. Sie verstecken sich vor ihm, haben Angst vor ihm. Und so ist, glaube ich, die Beziehung eines jeden Menschen zu Gott, mehr oder weniger, dass sie von Angst geprägt wird. Was wird mir Gott nehmen, wenn ich mich auf ihn einlasse? Was wird Gott dir nehmen, wenn du dich auf ihn einlässt? Hast dir sicher diese Frage mehr oder weniger bewusst schon gestellt.
Und Maria zeigt uns eines, diesen paradiesischen Zustand in uns, der nicht zu verachten ist. Es ist auch in dir, in deinem Herzen, wenn du siehst, dass Gott dir begegnet. Du musst nicht in Angst verfallen. Maria erinnert uns an das, was im Paradies war, auf eine wirklich eindrückliche Art und Weise. Und sie zeigt, also Gott zeigt uns in ihr, dass auch dir es möglich ist, so zu handeln. Ohne Angst, weil wir müssen keine Angst vor ihm haben. Sicher, wir sind verstrickt in die Sünde, wir tragen diese Erbsünde in uns, aber die ist nicht entscheidend. Entscheidend ist eigentlich, wie Gott uns erschaffen hat. Und Gott hat dich für eine Sache erschaffen, für das Paradies. Nicht für ein Land der Angst, sondern für ein Land der Freundschaft mit Gott. Also wenn du heute diesen Feiertag verbringst, wenn du mit der Familie vielleicht feierst oder dich entspannst, nimm dir ein bisschen Zeit und schau dir deine Beziehung mit Gott ein wenig genauer an. Wo ist sie wirklich von dieser Angst geprägt? Und das sind manchmal belanglose Dinge. Ich habe manchmal Angst, wenn ich mir das überlege, dass Gott mir Dinge nimmt wie meinen Computer oder meine Gitarre. Was wäre, wenn ich mich auf Gott einlasse und mir klar werden würde, dass ich auf die Bequemlichkeiten verzichten muss, die ich habe, oder vielleicht sogar auf den einen oder anderen meiner Freunde. Aber Gott ist nicht einer, der uns etwas wegnehmen will. Gott will dir nichts wegnehmen. Warum sollte er? Er hat ja alles, er braucht das nicht. Ja, aber er lädt uns manchmal auf Dinge zu verzichten, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir haben wirklich keinen Grund, vor Gott Angst zu haben, weil er ist derjenige, der unser Herz ein bisschen anders gemacht hat. Wir sind für das Paradies gemacht und auch deswegen macht uns das Leben hier auf Erden manchmal zu schaffen, weil wir sehen, das ist nicht das, wo wir wirklich glücklich werden können. Also es gibt schon Momente, wo ich selber sehr glücklich bin und ich bin froh darüber. Und das ist gut so, Gott will, dass wir auch hier Glück empfinden. Aber so meine bescheidene Erfahrung sagt mir, dass ich nicht für diese Welt gemacht worden bin, sondern für etwas anderes, für das, was Adam und Eva hatten. Also noch einmal die Bestärkung. In Maria zeigt Gott dir auf eine ganz besondere Art und Weise, dass wir für etwas anderes als für Angst geschaffen worden sind. Dass wir aus diesem Land der Angst ausziehen und in das Paradies wieder einziehen, wenigstens mental, also in unserem Denken. Und dass wir vor Gott überhaupt keine Angst haben müssen. Weil er ist derjenige, der erstens alles hat, also braucht er uns nichts wegzunehmen. Und zweitens, er ist derjenige, der uns bis zum Äußersten liebt.